Ja. Ja, okay. Das kann man mal nehmen, wenn ein wirklich sau schwerer Gegner ist. Ein Drache. Hier, in Drachenfeste. Ich dachte, das wäre nur ein bedeutungsloser Name. Boah, die Zeit ist so langsam. Aber nicht allzu lange ist sie langsam. Aber ich glaube, das kann ganz praktisch sein. Wo ist denn der Jarl? Der Jarl ist vermutlich auf der Großstufe, dort, wo der Drache noch immer auf uns wartet. Ja. Jarl. Ich bin immer noch verblüfft, dass euer Plan funktioniert hat. Wie kommt ihr drauf, dass Ulfric den Großkönig umgebracht hat? Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Auf wessen Seite steht ihr? Wenn ihr damit den Krieg meint, ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Doch ist er. Wie wollt ihr Weißlauf von den Drachen schützen? Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Fahrengar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Na. Ich hatte gerade kurz 0 Frames per Second. Kann dem Typen das übrigens nicht überbringen. Können wir es dir überbringen? Ich bin froh, wenn die Bestie erst aus Drachenfeste verschwunden ist. Ich habe nie verstanden, was das alles eigentlich sollte. Ja, du bist halt nicht so eingeweiht wie wir. Aber prinzipiell können wir dann auch schon bald mit dem Teil losfliegen. Haben wir die Kiste eigentlich ausgeräumt? Na, glaube ich nicht. Auf jeden Fall nicht. Und ruckelnde Frames, und ruckelnde Frames, und ruckelnde, ruckelnde, ruckelnde. Ich war auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Denn ein Gott, Moment, was ist Pfeil? Denn ein Gott, Arrow in mein Knie! Oh Gott. Teilweise ist es hier in der Drachenweste schon ein bisschen mit den Frames katastrophal. Also prinzipiell in Städten, aber im Großen und Ganzen. Oh Gott, fast verreckt. Im Großen und Ganzen geht's. Wenn man wie jetzt allerdings hier regelmäßig an die 18 Frames hat, ist es auch nicht so schön und teilweise dann noch Einbrüche. Sekunde, da kann ich ja mal ganz kurz so machen und warten, bis es sich beruhigt hat. Wird sich nie wirklich beruhigen. Aber ich glaube, das ist, weil er sehr viel nachladen muss. Er muss ja das Ganze hier... Ja, ja, Jetzt haben wir vergessen zu verzaubern. Es kann ja jetzt wohl wirklich nicht wahr sein. Wie dumm bin ich eigentlich? Den Großkönig getötet. Mit
Also ich weiß, ihr haltet mich vermutlich für sehr dämlich, aber schreibt das nicht in die Kommentare. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die entzaubern könnten wir die Gesundheit. Observation. Ja, machen wir das mal. Ja. Sehr gut. Gegenstand, jetzt können wir das Emerald-Schwert. Gesundheit absorbieren. Und. Hallo? Und Feuerschaden. Und das mit einem mächtigen Seelenstein. Absorbiert 20 Gesundheitspunkte und für 31 Schadenspunkte in Brand. Kleiner Seelenstein, gewöhnlicher Seelenstein reicht aber auch. Umbenennen. Und zwar ist es jetzt nicht mehr ein Ebenerzschwert, sondern der stahlene, ja ich weiß, stählerne wird besser klingen, aber gibt es halt nicht mit Umlauten. Stahlene Absorbierer. Ne, Mist. Jetzt nochmal eingeben. Stahlene Absorbierer. Enter. Herstellen. Und Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen und so weiter und so fort. Image-Stiefel werden wir bald aufrüsten. Waffen müsste es sein. Ja, weg mit dem Feuerflügel. Hier und her. Mit dem stahlernen Absorbator. Oh, der schaut aber geil aus irgendwie. Na, auf jeden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nur zweihändige Waffen werde ich vermutlich nie bei mir tragen. Ganz einfach, ich bin auch Zauberer, heißt geringe Frames. Ich hasse die städtische Umgebung. Alter, das muss ich jetzt bald einmal beruhigen. Das kann ja nicht angehen, wenn es so weitergeht. Das geht ja nicht. Okay, in der Nacht sollte es aber etwas ruckelfreier ablaufen. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Der große Gedanke ist für unsere Elfenherren unvorstellbar. Den Himmel mit uns. Okay, also, was können wir jetzt, können wir eigentlich hier nichts mehr machen, außer vielleicht da einbrechen, aber... Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Dankeschön. Und ist die jetzt da, die... Kann ich... Was benötigt ihr, mein Freund? Mich werdet ihr nicht. Ist da jemand? Und zack! Im Namen des Jahres. Keine Bewegung. Und zack, und zack. Mehr habt ihr nicht drauf? Bitte jetzt lasst es die letzte Zeuge sein. Und zack. Oder müssen wir laden? Im Namen des Jahres, keine Bewegung.
Ja. Nein. Laden. Und? Gefällt euch das? Laden. Auto. Speicherstand. Oh nein, das kommt. Was? Jetzt bringen wir es zu Ende. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Ja. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, ich gehöre zur Gilde. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr könnt weitergehen. Ja, ich habe 500 Gold geklaut, 400 zurückgegeben, das ist akzeptabel. Kleiderschrank. Ja. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Eine Expertentür. Und ungewöhnliche Krankheiten. Oh Mann. Da war's. Na, ein Stück weiter wär's gewesen. Na, ein bisschen weniger. Ja. Sehr gut. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Boah. Unendliche Reichtümer tun sich auf. Hey! Hier oben ist eigentlich. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Alles, was wir hier einfach nehmen können, ist ein willkommenes Geschenk. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Ja, wir haben uns umgesehen nach Herzenslust. Aber prinzipiell reicht das jetzt auch schon. Und als Werwolf ist es ja prinzipiell wurscht, ob man wartet oder schläft, weil man eh keine Boni kriegt. Das heißt, wir können jetzt genauso gut 11 Stunden hier auf dem Marktplatz stehen. Das ist ganz wurscht. Ob wir jetzt 11 Stunden am Marktplatz stehen oder 11 Stunden schlafen, wir sind nachher gleich gut ausgeruht. Und zwar werde ich jetzt auch mal diese Ding. Oder muss ich das... Es ist aber Weißlauf. Oder ich werde dem jetzt das versuchen zu überbringen. Und wenn es jetzt nicht geht, höre ich auf mit den Instrumentenquests. Und wenn es geht, schau mal, wie weit wir noch machen. Weil irgendwie habe ich jetzt doch endlich Bock zu sehen, wie die Hauptquest so ihr Ende hat. Weil bis jetzt haben wir sehr viel, gerade in den letzten 20, 30 Folgen haben wir sehr viel, also Dunkle Bruderschaft, Diebesgilde und jetzt ein bisschen bei den Sturmmänteln herum gepfuscht. Hallo, Jarl. Niemand kann mir daran zweifeln, dass ihr ein wahrhaftiges Drachenblut seid. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich... Taschendiebstahl, und zwar probieren wir jetzt einfach die Waffe in sein Inventar zu legen. Ihr glaubt, ihr könntet mich bestehlen? Und gefällt euch das? Oder ich habe ja gar keinen wirklichen Taschendiebstahl begangen. Gut, dann geht es halt nicht. Dann bin ich jetzt auch schon weg. Mercer frei. Ein einfältiger Halunke. Okay. Dann werden wir das jetzt doch mal direkt machen. Und uns zur Diebesgilde begeben. Denn schließlich sind wir da ja momentan auch so quasi unter Vertrag. Je nachdem, wie man dort halt unter Vertrag sein kann. Und die Gefährten führen ihr Erbe auf die ursprünglichen 500 Gefährten von Ysgramor zurück, die einst die ersten Menschen irgendwas taten.
Also, Mercer Frey ist in Rifton. Bitteschön, Liebesgilde. Dankeschön. Zweihandwaffen bewirken mehr Schaden als Einhandwaffen, eignen sich aber nicht so gut zum Blocken. Und man kann nicht mit ihnen zaubern. Deswegen werde ich sie auch nicht verwenden. Zumindest nicht im Let's Play. Was sonst abgehen würde, weiß ich nicht. Hoi, bam. Ha. Ha. Ja. Blöp. Naja. Es geht eleganter, gebe ich ja zu. Aber naja. Hey, können wir kurz reden? Nein. Und? Hey, aufpassen! Alter, ich trainiere hier nur. Wie ihr? Ein Reich des Vergessens. Was geht hier vor? Ich weiß es nicht.